den Tag lang am Werken. Am Arbeiten sind wir sich jung, arbeiten mit Begeisterung, werden wir nicht alt. Wir sieben Zwerge vom Berg überall sind M. Was ist denn hier passiert? Schnittchen, Schnittchen! Jungs, hört sofort auf, so zu drücken! Mehr Disziplin! In Krisensituationen behält ein Zwerg einen kühlen Kopf! Sie atmet nicht, sie atmet nicht! Was sollen wir nur tun? Wir müssen ihr kaltes Wasser drüber schütten. Dolphin, hole kaltes Wasser. Wir müssen sie schlagen! Ins Gesicht, meine ich! Zum Wachwerden? Sie schläft nicht. Sie atmet nicht mehr. Sie ist tot! Seid still! Ihr stört die Schwingungen meines Geistes. Ich kann nicht nachdenken. Seht, der Miederriemen. Er schnürt dir die Luft ab. Kein Wunder, dass du keine Luft mehr bekommst. Ich hab ja schon immer gesagt, dass man Luft zum Atmen braucht. Los, schnürt dir das wieder auf! Moment, was sagt die Mehrheit dazu? Nun mach schon! Das geht mir aber prinzipiell... Nun gut. Oh, wie ist mir? Sie lebt! Ein aller Zwergenamen, da macht man was mit. Ihr guten Zwerge, seid ihr wieder da? Aber wo ist denn die alte Krämerin hin, die mir einen Schnürriemen verkaufen wollte? Hier war eine Krämerin? Also, Schneewittchen, weißt du, das ist doch die Höhe. Kannst du nicht zwei und zwei zusammenzählen? Du hast einer Fremden die Tür geöffnet und mit ihr geredet. In deiner Lage. Das kannst du doch nicht tun. Was meint ihr? Warum seid ihr denn so böse auf mich? Nun, Schneewittchen, wir vermuten, dass die Krämerin niemand anders war als die böse Königin Hera, die sich verkleidet oder verwandelt hat. Wir haben dir schon erklärt, dass sie über Mächte verfügt und sehr wahrscheinlich herausfinden wird, dass du noch am Leben bist. Oh je, aber ihr habt mich ja Gott sei Dank gerettet. Auf euch kann ich mich verlassen. Wir können aber nicht den ganzen Tag über dich wachen. Du musst selbst auf dich aufpassen. Das wirst du doch wohl noch können. Ich verbiete dir, in Zukunft mit niemandem zu sprechen. So ein Schwachsinn. Wie meine? Na, wenn du ihr verbietest, mit niemandem zu sprechen, kann sie mit uns auch nicht mehr sprechen. Dann verbiete ich dir, mit irgendjemandem zu sprechen. Irgendjemand? Was soll das denn bedeuten? Schneewittchen, du darfst mit niemand Fremden sprechen, der zu uns kommt und auch nichts annehmen, was dir ein Fremder geben möchte. Ich werde mich daran halten. Jetzt gibt es aber erst einmal einen schönen Tee. Tee? Geh und tanze deinen Namen, Jackie!
Stein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als ihr. Ich hab dich ja
Nicht schon wieder. Seht, Schneewittchen liegt am Boden. Ich hasse Wiederholungen. Die böse Königin hat sie erwischt. Schnell zu ihr. Sucht ihr, Brüder. Vielleicht können wir sie noch retten. Wir müssen das System an die Sache rangehen. Fasst bei den Füßen an. Sie atmet nicht mehr. Das wird wohl nichts mit den Füßen zu tun haben. Wir müssen uns beratschlagen. Welche verschiedenen Gesichtspunkte gibt es in diesem Fall? Diesmal ist es kein Schnürriemen. Ihr Haar, das seht, da steckt ein Kamm. Sie lebt! Gepriesen sei, was hat. Junge Dame, es geziemt sich nicht für eine junge, durchaus auch hübsche Prinzessin, sich den ihr gestellten Verboten zu widersetzen und sich in Gefahren zu begeben. Wer war es denn diesmal? Eine Bäuerin wollte mir Scheren, Knöpfe, Kämme und Bänder verkaufen. Schneewittchen, schau, diese Wiederholung hilft dir gewiss, besser zu verstehen, dass du mit niemand Fremden verkehren sollst, wenn wir nicht da sind, um auf dich aufzupassen. Ja. Sprich nicht immer für alle. Ja, diesmal habe ich es bestimmt verstanden. Ich verspreche es. Sei doch nicht immer so direktiv. Lass sie doch ihre eigenen Erfahrungen machen. Die Schnauze! Ich werde unterdrückt! Kannst du mir beim Einfädeln helfen? Ja, ich zeige es dir noch einmal, aber dann machst du es selbst, ja? Sehr gut. Heute bin ich so glücklich, ich könnte singen. Du kannst doch tun, was dir Spaß macht. Merkt ihr was? Da wir zanken und streiten uns nicht mehr. Wie kommt das? Schneewittchen hat das Wunder hier vollbracht. Kein Raufen mehr.